Diese Probleme, dieses Netz, in dem ich gefangen bin, das hast du gesponnen. Das weißt du genau. Ich habe alles verloren. Nochmal deinen Weg. Erledige deine Probleme und deinen ganzen Scheiß. Weißt du was, Rock? Fick dich einfach! Pass auf wen du dich einlässt. Rogue, ich will mit dir reden. Schon gut. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Mein Name ist V. Und was willst du von mir, V? Nach all den Jahren, da ist sie. Scheiße, Rogue, die gemütlich auf einer Couch im Afterlife abhängt. Versuch nicht, sie zu verarschen. Sie hat Röntgenaugen, durchschaut dich sofort. Sag ihr die Wahrheit. Das Mädchen eben. Was hatte sie für ein Problem? Warum fragst du sie nicht selbst? Vielleicht hockt sie noch heulend in einer Ecke. Deine Dienste in Anspruch nehmen. Ich suche einen Mann. Anders Hellmann, ein Top-Techniker. Hat für Arasaka gearbeitet. Moment. Anders Hellmann. Besorg mir seine Infos. Ha, danke. Nicht so schnell. Erstens, ich arbeite nicht umsonst. Zweitens und drittens, Dexter DeShawn, Jackie Wells, T-Buck. Bei dir läuten die Alarmglocken wie. Du gehst über Leichen und hinterlässt eine Blutspur. Ist das alles nur einer Pechsträhne zuzuschreiben? Das ist die dreckige Rogue, die ich kenne. Sprich sie auf den Saka Tower an. Wie sie mich vor ihren Augen abgeknallt haben. Du willst ernsthaft Todesanzeigen vorlesen? Von mir aus, Johnny Silverhand, im Arasaka Tower kalt gemacht. Direkt vor deinen Augen. Hab noch mehr auf Lager, wenn du willst. Oder wir reden einfach. Du hast echt Eier, Junge. Gefällt mir nicht an jedem, aber dir stehen sie gut. Doch hier geht's ums Business. Du brauchst meine Hilfe. Also pack deine Eier wieder ein und hol dafür die Eddies raus. Siehst du? Du verschwendest. Und wenn mir die Kohle fehlt, dann heißt es verpiss dich und schönes Leben noch, oder wie? Nein. Eher komm wieder, wenn du sie hast. Das sind die Spielregeln. Aha, na dann. Wir sehen uns. Bald. Du weißt, wo du mich findest. Ich hab die Kohle. Hab die Kohle für den Hellmann-Job. Gut. Anders Hellmann. Schieb die Daten rüber. Zwei, bitte. Mach mal Platz. Setz dich. Ich hoffe, du hast ihn gefunden. So viel Entschlossenheit wie bei dir sehe ich selten. Du brauchst den Typen wohl echt. Geht um Leben und Tod. Das ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Die Flasche bleibt hier. Schenk dir was ein. Bedien dich. Auf dein Wohl. Eher auf deins. Du hast es nötiger. Danke, Nix. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Meinst du, sie hilft mir? Pass auf, die Rogue, die ich kannte, war eiskalt. Aber sie hat sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Irgendwas sagt mir, dass sie denkt, dass du in Ordnung bist. Schauen wir uns das mal an. Hm.
Dein Hellmann taucht auf keiner Gehaltsliste auf, jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GMT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzuwickeln. Soweit klar? Sie müssen ihn für einen Transfer vorbereiten. Wie kommst du darauf? Ich kenne die Tricks der chinesischen Konzerne. Den hier nennt man die Taube verschwinden lassen. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorstehender Konvois von Kang Tao. Du denkst, Hellmann wird in einem dieser Transporte sein, richtig? Fragt sich nur, in welchem. Sieh dir mal diese Daten an. Ein einzelner AV. Keine Bodenunterstützung. Kein Güterverzeichnis. Seltsam. Klar transportiert Kang Tao alles Mögliche, das sie unter der Hand verkaufen wollen, auch schon mal unregistriert. Aber sieh dir mal die Ladung von diesem AV an. Schon im System bestätigt, aber zu leicht. Definitiv keine Fracht an Bord. Aber es gibt eine Passagierliste. Kang Tao Personenschutz und ein VIP. Ein Transfer von GMT. Unser Mann, Hellmann. Soweit die guten Nachrichten. Tja, das war's wohl. Diese Daten sind streng geheim. Du schnippst und dir fällt alles in den Schoß, oder was? Ich weiß, wo ich suchen muss. Und wem ich ein Messer an die Kehle halten muss. Außerdem verschwende ich ungern Zeit. Besonders nicht mit dummen Fragen. Und was sind die schlechten Nachrichten? Der Einsatzort für die Entführung. Hier. All das ist Luftraum von Night City. Da können wir den Transport unmöglich unbemerkt vom NCPD entführen. Und hier sind wir viel zu nah an Kang Tao. Wenn wir den AV auch nur schief angucken, haben wir ihre Verstärkung am Arsch. Aber hier sind die Jackson Plains. Eine enge Schneise direkt vor Night City und außerhalb von Kang Taos Reichweite. Zeit, die Party in Schwung zu bringen. Ein toter Punkt. Da hole ich ihn mir. Du brauchst jemanden aus der Gegend, der den Einsatz vorbereitet und die nötige Ausrüstung besorgt. Wird schon schwer genug sein, dieses AV-Teil überhaupt zu verfolgen. Ich kenne die Modelle, habe im Krieg ältere davon gesehen. Sie sind riesig, trotzdem schnell und haben Next-Gen-Abwehrsysteme. Da kann ich nicht einfach draufballern, nicht mal mit schweren Geschützen. Bringt nichts. Feuerkraft ist nicht das Problem. Da gibt es immer einen Weg und jemanden, der ihn kennt. Oder zumindest eine Lösung basteln kann. Gut, und du kennst solche dynamischen Hinterwäldler? Nur ein. Panam Pong. Sie hat die Unterstützung ihres Clans verloren, aber sie ist Nomade durch und durch. Sie kennt das Gebiet. Und sie wird dir helfen. Hat gar keine Wahl. Hat keine Wahl? Klingt nicht so toll. Weder für sie noch für mich. Was kitschiger Klingendes kannst du dir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, diese Chance mit Hellmann zu verbauen. Dein Einsatz, deine Entscheidung. Aber ein mieses Gefühl wie... Klingt verdächtig. Nomaden machen Bogen um die Stadt und ihre Bewohner. Kommt auf ihren Clan an, ihre Verbindungen und darauf, wie tief sie in der Scheiße stecken. Aber du hast recht. Alte Kaldos lassen sich nur selten auf Geschäfte in der Stadt ein. Und Panam ist anderer Meinung? Ja, bei allem, wie es scheint. Warum muss Panam mir helfen? Die Sache hat einen Haken, einen gewaltigen. Panam transportiert gelegentlich Ware für mich. Beim letzten Job... Sagen wir einfach, es war nicht ihr Glückstag. Gab's Komplikationen? Eher eine absolute Tragödie. Panam hat die Ware und ihren Wagen verloren. Sie will sie um jeden Preis wiederfinden. Ich kenne sie. Es geht um ihren Stolz. Okay, ich kann versuchen, ihr zu helfen. Aber wir wissen nicht mal, wo wir suchen müssen. Und ob. Ich schon. Du weißt es, sagst es aber nicht, Panam. Und ich soll bei deinem Katz-und-Maus-Spiel mitmachen? Ich versuche nur, eine gute Gelegenheit zu erkennen und sie zu ergreifen. Nehmen wir an, ich hätte ihr alles gesagt. Was glaubst du, wäre dann passiert? Panam hätte ihre Knarre geschnappt und wäre auf Kriegsfahrt gegangen. Das Ende kannst du dir selbst ausmalen. Und nichts hasse ich mehr, als gute Leute aufgrund ihrer Dummheit zu verlieren. Ha, ich bin also ihre einzige Chance. Und sie meine. Zwei Bauern auf Rogues Schachbrett. Du kapierst schnell. Für einen Bauern.
Oh, weh. Gut. Sag mir, was du weißt. Rocky Ridge. Eine Geisterstadt vor Night City. Panam weiß, wo sie liegt. Ihr geht hin, holt die Ware zurück und die Karre auch. Als erstes rufst du sie an. Ich gebe dir ihre Nummer. Na endlich. Komm, wir hauen ab. Alles klar. Danke. Viel Glück. Und ihr abgeht, geht mir am Arsch vorbei. Ich habe einen Job für dich. Gut, aber ich bin derzeit ausgelastet. Wegen der Ware und deinem Auto? Du willst sie zurück? Dabei kann ich dir helfen. Güterbahnhof Bonita Street, nahe der Stadtgrenze. Da treffen wir uns. Bis dann.